Das ist sein Schal. Tante Sophie, ist er tot? Ich weiß es nicht. Die haben weiter unten seine Jacke gefunden. Mit allem drin. Geld, sein Schachcomputer. Vielleicht hat er ja den Schal weggeworfen. Der ist ein echter Spinner. Aber von der Jacke hätte der sich nie getrennt. Und erst recht nicht von dem Schachspiel. Mit dem geht er sogar ins Bett. Wer sagt das denn? Der Benno. Das ist der beste Freund von Patrick. Der ist bei den Domspatzen. Wenn ihm was passiert ist, das wäre schrecklich. Vielleicht hat er einen wirklich großen Kummer gehabt. Vielleicht hat er mit dem Gedanken gespielt, selber in die Donau zu springen. Und dann hat er zuerst den Schal runtergeworfen, aber der war zu leicht. Dann die Jacke, um zu sehen, was passiert. Die Sachen hat er alle in den Taschen drin gelassen. Er hat gedacht, dass er sie nicht mehr braucht. Da hat er gesehen, wie die Strudel die Jacke gepackt und runtergerissen haben in die Tiefe. Und da hat er nicht mehr sterben wollen. Sophie! Laura! Wir haben die Leiche gefunden. Ganz unten bei der Valhalla. Rüber. Der Igor, der hat alles versteckt. Videos und Kameras und das alles. Und einen Haufen Geld. Hä?